Live aus der Hauptstadt melden sich jetzt die News, heute mit diesen Themen für euch. Leichenfund in Schneitach. Das vermisste Ehepaar ist tot. Die Polizei nimmt Sohn und Schwiegertochter fest. Sie hatten zuvor im TV um Hinweise gebeten. Eingeschlossen im Schnee in Österreich gilt höchste Lawinenwarnstufe. Tausende Skitouristen sitzen fest. Und endlich volljährig. Wir zeigen euch, was Teenie-Star Mike Singer an seinem 18. Geburtstag so alles erlebt. Uhr am Montag. Wir starten in die neue Woche mit den RTL 2 News. Hallo, da haben wir dann das ganze Interview für euch. Und das war's auch schon von uns für heute. Morgen ist an dieser Stelle Christoph Hoffmann für euch da. Und jetzt geht's weiter mit den Geissens auf den Philippinen. Macht's euch gemütlich. Tschüss. Es ist die wahrscheinlich größte Demo in den USA seit Jahren und sie wurde gestartet von Schülern. Eines unserer Themen heute. Gegen Waffengewalt. Hunderttausende Schüler fordern in Washington schärfere Gesetze. Wildtier daheim. Immer mehr Deutsche halten exotische Tiere, warum das problematisch ist. Und allein gegen die Wellen. Im Film Vor uns das Meer setzt Oscar-Preisträger Colin Firth als Segler alles auf eine Karte. Und damit hallo, hier sind die Nachrichten des Tages. Und das hier, das ist eine davon. Das waren die News. An eine Sache solltet ihr heute Nacht noch denken. Die Sommerzeit startet. Wir müssen die Uhren also um eine Stunde vorstellen. Von 2 auf 3 Uhr heißt leider weniger Schlaf. Und dazu passend jetzt der Film Die Wutprobe. Bis morgen. Was ihr von heute wissen müsst, erfahrt ihr jetzt bei uns in den News. Und das sind unsere Top-Themen. Orkan, Starkregen, Hochwasser. Sturmtief Burglind setzt weiten Teilen Deutschlands ganz schön zu. Mehr Gewalt durch Flüchtlinge. Eine neue Studie untersucht Delikte von Migranten und zeigt, was man tun kann. Kleine Stiche gegen große Lücken. Mit einer neuen Methode werden die Haare durch Pigmente verdichtet. Und damit hallo und willkommen bei den RTL 2 News am Mittwoch. Ja, und das war's von den News hier im TV. Wenn ihr mögt, sind wir aber bei Facebook Live noch für euch da und beantworten eure Fragen. Ansonsten geht's hier jetzt weiter mit den Wollnis. Schönen Mittwochabend euch. Bis morgen. Tschüss.